Jetzt habe ich noch einen Begriff, der mir ganz oft über den Weg läuft, der auch, glaube ich, sehr oft in der Weinwelt überall präsent ist. Terroir. Kannst du mir kurz erklären, was Terroir ist, was den Begriff ausmacht? Also Terroir beschreibt quasi die Kombination oder das Zusammenspiel aus diesen drei Komponenten: Standort, sprich der Boden, auf dem die Rebe wächst, dann die klimatischen Bedingungen, die vorherrschen in einem gewissen Jahr, kurzfristig betrachtet nennt man das Wetter, und die dritte Komponente ist im Prinzip der Mensch, der da Einfluss nimmt, sowohl im Weinberg als auch später im Keller. Und diese Kombination aus allem, letztendlich ist es alles, was in das Geschmacksbild des Weines... Vom Entblättern bis zur Reben, bis zum Rebenalter, wettertechnisch. Ja, Terroir ist halt ein sehr schwammiger Begriff. Ja. Viele definieren es überwiegend als Boden. Ja. Ja, wenn man Terroir schmeckt, kriegt man oft gesagt, ah ja, das ist dann mineralisch oder da schmeckt man dann den Boden. Letztendlich bedeutet es schon das Zusammenspiel, weil ich kann auch einen Wein von einem einzigartigen Boden produzieren, so dass man den Boden nicht schmeckt. Weil er halt vom Winzer dann anders gehandhabt wurde. So. Und Terroir, ich bin kein großer Fan von dem Begriff. Ich sag lieber handwerklich erzeugt bzw. minimalistisch gemacht. Das heißt, ich versuche so viele Elemente wie möglich, die natürlicherweise in dem Wein schmeckbar oder wahrnehmbar sind, beizubehalten und so wenig wie möglich zu verfälschen in irgendeiner Form. Weil letztendlich das, was wir als Winzer machen, ist da eingreifen. Die purste Form überhaupt, die beste Form, die es gibt, ist quasi die Traube in dem Moment, wo man es abschneidet. Und alles hinten nach ist letztendlich wieder ein kleines Verfälschen. Ja. Und das so wenig wie möglich hinzubekommen, das ist halt die Kunst. Und dann sage ich auch, okay, wenn ich das wiedererkenne, kann man von Terroir sprechen. Ich würde es eher als handwerklich erzeugt oder ja, pur bezeichnen.